Sagen mit Luke Wild. Du, Paul, hat man im Bergbau eigentlich außer Silber sonst noch Wertvolles so im Harz gefunden? Ja, zum Beispiel Kupfer. Sag mal, Luke, findest du das nicht auch ein bisschen komisch? Was denn? Ja, normalerweise platzt doch mein Vater immer dann in unsere Meister-Erzähler-Schüler-Sagen-Episode, wenn wir gerade angefangen haben. Ja, ich vermisse ihn auch. Ne, das habe ich so nicht gemeint. Ah, ich höre da was. Entschuldigt die Verspätung, aber ich habe noch zwei alte Bergbaukumpel getroffen. Ihr wisst schon, wegen der neuen Bergbauvorhaben im Harz. Wir haben auch gerade über Kupfer im Harzbergbau gesprochen, Birdie. Ah, Napian und Neuke. Wieso wusste ich, dass er die wieder kennt? Das ist die Sage vom ersten Kupferfund im Harz. Wieder mit Riesen oder Zwergen? Mal abgesehen davon, dass Zwerge tatsächlich die besten Bergleute waren, allein wegen der niedrigen Stollenhöhe, aber auch wegen ihrer Wendigkeit, hatten Napian und Neuke nichts mit Zwergen oder Riesen zu tun. Sie wurden von Räubern überfallen. Mitten im Wald, in der Nähe von Hettstedt. Den einen der beiden hat ein Pfeil erwischt und der andere konnte die Räuber vertreiben. Mit einem Knotenstock. Das ist ein... Ein Stock aus Wurzelholz mit urigen Verdickungen. Ich habe auch so einen von meinem Vater geschenkt bekommen. Aber der ist sicher schon durch den Kamin im Himmel gelandet. Nee, ist er nicht. Der steht nämlich im Schuppen. Da, wo du ihn hingestellt hast, als du weggezogen bist. Den beiden Bergleuten hat der Wurzelstock jedenfalls das Leben gerettet. Und ganz in der Nähe fanden sie Unterschlupf bei einem hilfsbereiten Köhler. Damit sie diesem nicht nur zur Last fielen, bot der Unverletzte der beiden dem Köhler seine Hilfe an. Und als diese gemeinsam einen abgebrannten Meiler aufräumten, fiel dem Bergmann ein blinkender Stein auf. Das Glück eines jeden Bergmanns. Als ihm der Köhler dann noch erzählte, dass er solche Steine schon oft beim Baumroden gefunden hat, war sein Glück perfekt. Ein Bote wurde nach Goslar gesandt, der schon bald bei seiner Rückkehr den Gehalt des Steins bestätigte. Kupfer. So begründeten Napian und Neuke den Mansfelder Kupferbergbau. Und auch das Jahr dieses Ereignisses ist überliefert, 1199. Und das war in Hettstedt? Genau, da wo heute die St. Gangolf-Kirche steht. Exakt auf dem Kupferberg. Sag mal, Birdie, wie heißen denn die beiden Bergleute, die du vorhin getroffen hast? Neuke und Napian. Natürlich, Birdie. Das sind zumindest ihre Spitznamen.